Jo, moin. Heute bin ich mal wieder der norddeutsch angehauchte Callcenter Kascha. Da tue ich machen tun, weil man meine Stimme immer sonst so schnell erkennen tut. Und du mal viel Spaß mit diesem Video von den Betrügers. Nach dem Intro tut es auch auf Norddeutsch immer beginnen tun. Jo, moin. Ja, hallo, ich spreche mit Herrn Borchert, richtig? Jo, ist richtig. Das ist Kai Hofer, schön, Ihnen kennenzulernen. Ich habe gesehen, dass Wer Sie ist da haben bitte? angemeldet. Kai Hofer. Jo, Ihr Herr persönlicher Hofer. Kunde betreue. Ja, genau. Ihr persönlicher Kunde betreue von Flair Gain, eine Plattform, Sie haben angemeldet mit, richtig, Herr Jo, Borchert. gerade eben erst, ne? Das ist ja mal fix, ne? Also, ich verstehe, Sie haben ein Interesse, ein passives Einkommen zu machen, richtig, Herr Borchert. Jo, sonst hätte ich mich da Oder? ja nicht angemeldet, ne? Ja. Also, ich muss Ihnen fragen, das ist Ihr erstes Mal oder Sie haben eine Erfahrung im machen Handeln oder auf dem Finanzmarkt? Jo, ich habe mal eine ganze Menge alte Sachen verkauft mit dem Handel, ne? So alte Verstehe. Fernsehers und so. Und ich verstehe, das ist Ihr erstes Mal auf unserer Plattform, richtig? Jo, das ist es so. Also meine Aufgabe, Ihnen kurz erklären und informieren, Ihnen über unsere Möglichkeiten, ja, und zeige unsere Plattform zu Ihnen. Jo, das mal Aber sagen Sie los. mir bitte, was verwenden Sie zum ersten? Sie verwenden jetzt einen Computer oder Laptop oder Handy, mit welcher Gerät Sie haben angemeldet Ich auf habe einen unserer Plattform? Computer, ne? Mit Computer, Sie haben angemeldet. Alles gut. Also, Sie haben angemeldet, ja, und Sie müssen jetzt sehen auf Ihrem Bildschirm, ja, im Center ein Diagramm auf unserer Plattform, oder Oh, Herr Borchert. das hab ich schon wieder zugemacht. Da kann ich ja gar nichts mit anfangen tun. Na, schauen Sie, jetzt ich Ihnen informieren, ja, wie arbeitet unser Unternehmen, ja, und dann Sie können entscheiden, ja, mit welcher Summe Sie möchten zu starten, ja, wie Sie verstehen, das ist Finanzmarkt, ja, und Sie investieren und dann Sie Geld verdienen, ja, das ist logisch, Herr Borchert. Also, wir arbeiten mit einem automatischen System, heißt Roboter, ja, das ist eine künstliche Intelligenz, ja, wie offen und schließt Beträge von Ihnen ganz sicher automatisch und garantiert Ihnen ab 40% und jede monatliche Gewinnrate ab Ende des Monats, ja. Und auch, wenn Sie haben eine Schwierigkeit dann auf unserer Plattform, wir haben Kann auch Ihre einen Kollegin da mal ein Finanzexpert. bisschen leiser reden? Ich verstehe Sie ja kaum. Ihre Kollegin redet so laut. Entschuldigen Sie bitte, aber es gibt einen alten Kunde, mit meinem Kollegen sprechen jetzt, Ja, also dann kann ich die bitte doch um ein bisschen, Entschuldigung. dann kann die doch ein bisschen leiser reden. Ich verstehe Sie ja kaum. No, okay, einen Moment bitte. Ich bitte um Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte, es gibt eine große Probleme mit dieser Kunde. Hören Sie mich jetzt? Jo, jetzt geht das wohl hoffentlich. Also, wie ich habe gesagt, wenn Sie haben eine Schwierigkeiten auf unserer Plattform, ja, wir haben auch einen Finanzexpert auf unserer Plattform. Das ist ein Mann, der kann Ihnen helfen, ja, eine Plattform zu verstehen, ja, und Stellen von Ihnen, ja, und also, er kann vor Ihnen helfen, Ihr persönliches finanzielles Ziel zu suchen und Strategie machen, ja, und er kann auch helfen Ihnen Hinweise und Tipps geben über wann und welche Positionen auf dem Finanzmarkt, das ist rentabel für Ihnen zu kaufen und verkaufen, yes, ja, mit welchen Positionen, mit Aktien oder vielleicht Kryptowährungen, ja, mit oder Bitcoin oder Ethereum oder mit Aktien, na, wie so Tesla zum Beispiel oder Amazon und so weiter, ja. Das kann er erklären. Und er kann Ihnen beraten, ja, für Sie zu wissen, Herr Borchert, via E-Mail, ja, oder auf Telefon, ja. Und auch für Sie zu wissen, wir haben eine Minimalsumme auf unserer Plattform. Es gibt 250 Euro, ja, mit welcher Sie können zu starten eine Investition machen.
Und wenn Sie machen eine Investierung heute, ja, jetzt im Moment, wenn Sie registriert auf unserer Plattform, wir hochladen auch einen Bonus auf Ihr Konto. 50% in Bonus. Jo, das ist mal Und gut, ne? keine Sorgen bitte haben, Herr Borchert, für Sie zu wissen, ja, wir auch haben ein Interesse und wie Sie verstehen, ja, wir müssen Geld auch verdienen und ab Ende des Monats, ja, wenn Sie haben Ihre Gewinne auf unserer Plattform, wir haben 6% in Provision von Ihren Gewinnen und das ist alles. Sie müssen keine zusätzlichen Steuern zu zahlen, ja, zu investieren Geld und mit Geldabhebungen ab Ende des Monats. Jo, Steuern bei Ihnen nicht, ne? Aber Finanzamt will ja sowieso Steuer haben, ne? Ja, für Sie zu verstehen, ja, mit Ihren Investitionen, ja, es gibt eine Steuerung von Ihrer Bank, ja, ich verstehe, welche Bank Sie verwenden, ja, was Nee, mit nicht die ein Bank. oder, Nee, nicht die Bank will die ne? Steuern, das Finanzamt will die Steuer haben. Ja, ich meine, dass wenn Sie zum Beispiel, ja, Sie investieren Geld, ja, und Ihre Bank, ja, braucht eine Bestätigung von Ihrer Geldüberweisung, ja, zum Beispiel. Und es gibt eine Provision. Also diese Was Position braucht wird bezahlt bei unserem Unternehmen. meine Bank? Also immer, alle Banken braucht eine Kommission, eine Provision von Geldüberweisungen. Nö. Wenn ich Geld überweise, dann kostet mich das kein Geld. Das hängt ja von der Bank ab, ne? Es hängt für Sie zu verstehen, Herr Bochert, um eine Summe, wie Sie überwiesen. Ja, zum Beispiel, wenn Sie wissen, eine Minimalsumme, ja, 250 Euro, es gibt normal, vielleicht es gibt keine Provision, wie Sie haben mir gesagt, ja. Aber wenn Sie möchten, so startet eine 500 oder mehr, ja, es gibt, ja, im Normal eine wenige Provision in einem 1% in Banken. Nö, nö, bei meiner Bank nicht. Ich kann Aha. einfach nur Aber Geld da. überweisen, egal wie viel. Aha, ich habe verstanden. Welche Bank Sie verwenden, sagen Sie mir bitte. Das ist die Sparkasse. Sparkasse. Auf unserer Plattform auch, Sie können eine Anzahlung machen mit einer Visa oder Mastercard, für Sie zu verstehen, Herr Borchert, wenn Sie haben eins. Nö, Das ist habe ich ganz nicht. schnelle, nur Banküberweisung Sie haben. Jo. Ich habe verstanden. Oh, vielleicht haben Sie noch weitere Fragen, Herr Bochert. Sie können mir fragen Ja, jetzt. wie kann ich denn nun Geld verdienen? Das haben Sie noch nicht so genau gesagt, ne? Wie können Sie? Ich habe verstanden, dass Sie haben geklickt, ja, bevor Sie haben eine Registrierung gemacht auf Werbung, ja, mit MP Bitcoin Trader. Richtig. Jo, aber da war auch nicht so klar zu lesen, wie man Geld verdienen kann. Das steht da ja gar nicht. Ja, ich habe verstanden, aber ich meine, dass Sie vielleicht, habe gesehen, eine Streife mit künstlicher Intelligenz, mit welcher Sie können arbeiten auf unserer Plattform, oder? Jo, aber wie das nun genau funktioniert, war da ja nicht zu sehen, ne? Sie können jetzt angemelden, ja, anmelden auf unserer Plattform, ja, und jetzt Sie können sehen ein Diagramm und ich kann mir Ihnen informieren, Ihnen erklären, wie unsere Plattform funktioniert. Dann muss ich Haben aber Sie mal gucken. angeloggt? Nee, hab ja gesagt, ich habe die Seite schon wieder zugemacht. In diesem Fall, ich kann Ihnen helfen. Ich kann Ihnen senden einen Brief mit Ihrer persönlichen Sicherheitsnummer und eine Taste Login und Sie können, Ein ja, Brief. Haben Sie denn meine ein Brief hier Adresse? auf. Sie haben diese Adresse hinterlassen im einem Formular vielleicht. Ihre E-Mail-Adresse ist Jo, das ist aber. peter.borchert@mailbox.org. Jo, aber das ist ja nicht meine Adresse. Das ist ja nur meine E-Mail. Das ist nicht Ihre E-Mail, Sie haben gesagt, Doch, oder? das ist meine E-Mail, aber das ist ja nicht meine Adresse. Ich wohne ja nicht in der E-Mail-Adresse. Ich wohne ja im ganz anderen Ort, ne? Ich habe verstanden. Aber Jo. Sie haben eine E-Mail-Adresse. Ich habe eine Brief-E-Mail senden Ihnen. Ach, Sie ma Verstehen ach, Sie, Sie Herr meinen Bochert? einen E-Mail wollen Sie senden. Sie haben ja gesagt, Sie wollen einen Brief senden. Brief ist immer per Post. Ich habe verstanden, ja, ich bitte um Entschuldigung. Jo.
Dann senden Sie mal eine E-Mail. Und Sie können jetzt öffnen Ihre E-Mail und sehen von meinem Brief. Ja, ich mach mal auf. Nö, da ist noch nichts. Warten Sie bitte eine Sekunde. Ich habe schon gesendet. Ein Brief, Sie können sehen, ein Brief von Kai Hofer mit Name Handelskonto Aktivierung. Ein Brief von mir, Herr Borchert. Nö, noch ist nichts da. Sie können neu laden, Ihre Seite, ja, mit E-Mail, ja, und warten von einer Sekunde. Jo, ich warte ja immer noch da, ist ja immer noch nichts da. Sie können im Spam gehen. Wissen Sie einen Ordner im Spam? Jo, sehen meine Briefe. Jetzt ist was gekommen, jetzt gerade ist was gekommen. Alles gut. So. Also öffnen Sie bitte diesen Brief. Jo, habe ich ja auf, ne? So. Und sagen Sie mir bitte, was Sie sehen. Ich sehe da hier mit Login-Taste drücken und eine E-Mail-Adresse und ein temporäres Passwort sehe ich da. Ja, also kopieren Sie bitte dieses temporäres Passwort, bitte. Jo. Ja, kopieren Sie bitte dieses Passwort. Haben Sie eingeloggt auf unserer Plattform, richtig? Ich, wo geht denn das? So. Und jetzt sagen Sie bitte, was Sie sehen auf unserer Plattform. Ich so da so eine rot-grüne Zackenlinie. Ja, genau. Das ist ein Diagramm. Ja, über die. Ich habe Ihnen sagen, ja. Dieses Diagramm, es gibt eine Preisveränderung, ja, von einer Position. Ja, zum Beispiel jetzt im Moment, Sie müssen sehen, eine Währung, ja, eine Preisveränderung von Euro und USD. Richtig, jo, Herr Borchert. Jo, da steht da irgendwas. Euro, Schrägstrich, Ust. Wie Sie verstehen, ja, es gibt rote, ja, wie Sie sehen, und grüne Momenten, ja, im roten Momenten. Preis für diese Position fällt, ja, am Minimumpunkt, ja, und unser automatisches System, unsere künstliche Intelligenz kauft für Ihnen diese Position am niedrigsten Preis und im grünen Momenten, ja, dieser Preis für diese Position steigt und in diesem Moment unsere künstliche Intelligenz verkauft für Ihnen diese Position am höchsten Preis und unser künstliche Intelligenz arbeitet mit einem stopplosen System und dieses System machen, dass Sie werden kein Geld zu verlieren, ja, wie Sie verstehen, wenn zum Beispiel ein Betrag, ja, von in diesem Zeitpunkt von 1 bis 2 Stunden ist nicht erfolgreich, unser automatisches System automatisch verlassen, ja, diesen Betrag und startet ein neuer. Und wie Sie verstehen, wie ich habe gesagt, es gibt einen Finanzmarkt, es gibt Riskieren. Ja, auf dem Finanzmarkt, also jeder Monat, Sie gewinnen ab 40%, ja, von alle Gewinnrate. Und zum Beispiel, wenn Sie investieren 250 Euro am Ende des Monats, es gibt plus 100 Euro, ja, ab 100 Euro auf Ihr Konto. Jo. Und ab Ende des Monats, Sie können sehen, ja, und entscheiden, wenn Sie zufrieden zu unserer Plattform, ja, wenn alles ist in Ordnung, ja, Sie können fortsetzen machen, handelt mit uns, Sie können jede monatliche investieren noch einmal diese Summe oder fortfahren machen, handeln mit Ihrem Gewinn, ja, wie Sie möchten, Herr Borchert. Oder wenn Sie zufrieden nicht, ja, Sie können alle Ihre Gewinn abheben, ja, und beenden, ich verstehe, Arbeit mit unserem Unternehmen. Und das ist alles, Herr Borchert. Jo, und wie geht das nun? Das ist ja nun irgendwie mit Euro und US-Dollar, ne? Und wie geht das nun mit Aktien? Mit Commodity, Stocks, Aktien, Währungen und Kryptowährungen. Mit was für Kumo? Aktien, ich habe gesagt, und Kryptowährungen. Krypto, ich meine Bitcoin, Ethereum, wissen Sie? Jo, aber von Aktien habe ich nur Gutes gehört, ne? Ich würde ja gern was mit Aktien machen. Wie geht das?
Genau, dass sie machen mit Kryptowährungen und Währungen. Diese automatischen Systemfehler machen Handel mit Aktien, zum Beispiel mit Tesla, ja. Und es gibt genaue Diagramme, ja, mit grüner und roter Positionen. Wie ich habe gesagt, im roten Momenten dieses System kauft vor Ihnen diese Position und im grünen Momenten verkauft. Das ist ganz sicher einfach. Mit alle Positionen es gibt es egal. Ja, mit welchen Positionen unser automatisches System machen Handel mit. Es gibt Jo. nur immer einen Weg. Jo, weil Verkauft Aktien am wäre höchsten gut. Preis. Ja, also. Und mit diesem Moment, ja, mit dieser technischen Frage, Sie können beraten mit Ihrem persönlichen Finanzexpert, ja, in Zukunft, wenn Sie machen eine erste Investition, ja. Und dann unser Finanzexpert kann Ihnen am besser, ja, erklären über den Finanzmarkt, über Aktien am mehr besser als ich, ja, Oh ja, wie Sie verstehen. Und kann ich. das können Sie mir nicht erklären, wie das geht. Und was kann ich da nun gewinnen, so prozentual? Ich habe Ihnen gesagt, 40% von Ihrer Investition, zum Beispiel Sie, ich habe gesagt, zum Beispiel, ja, Sie oder 300 Euro möchten zu investieren, ja, von diesen 300 Euro, ja, ungefähr, ja, ab Ende des Monats, Sie haben plus 150 Euro plus, also insgesamt ab Ende des Monats, Sie haben 450 Euro, ja, und Sie können fortsetzen, machen Handel oder abheben Ihr Geld. Das ist alle ihre Gewinn. Und wir haben 6% in Provision von diesem Geld, wie Sie verstehen, wie ich habe gesagt. Und dieser Automatendinges, der sucht selber aus, welche Aktien gut sind. Jetzt im Moment ist gut am Aktien, ja, Preis von die jetzt im Moment fällt. Ja, also, das ist egal. Sie können machen Handel mit welcher Aktien Sie möchten, aber Sie suchen auf die Aktie oder unser Finanzexpert kann Ihnen helfen, ja, zu entscheiden, Aktie, die Summe, ja, von dieser Aktie fällt im Moment. Ja, und das ist rentabel für Ihnen, am niedrigsten Preis diese Aktie zu kaufen und dann zu verkaufen am höchsten Preis. Aber es gibt automatisch. Sie müssen keine Arbeit machen. Sie sollen keine Handel machen, selbstständig, ja. Jo, das kann ich ja Auch auch dieses gar nicht. Das System. habe ich ja noch nie gemacht. Deswegen, also das macht irgendjemand für mich dann, ne? Ja, dieses automatische System ganz sicher automatisch machen Handel von Ihnen. Ja, und der stellt sich automatisch ein, weil so ein Computer, den muss man ja erst anlernen normalerweise. Dieses System, ja, machen einen Handel von Ihnen ganz sicher automatisch und haben Ja, eine aber der muss Info-Dateibasis. das nicht lernen. Ein Computer muss man doch nur, also wenn das so ein Computer ist, so ein Roboter, dem muss man das doch erst beibringen, oder nicht? Oder lernt er das selber? Wie Sie verstehen, dieses System kalkuliert automatisch, ja, eine Preisveränderung und kalkulieren einen Moment, ja, wann das ist rentabel für Ihnen, verkaufen und kaufen Aktien. Das ist wie das ein kann, Roboter, wie und ich da, habe gesagt. ja, und das kann er ganz von ganz alleine machen, das muss man dem nicht sagen. Ganz alleine, es gibt keine Probleme. Sie können das ganz alleine machen, aber Nee, mit unserem Finanzexperten, er kann Ihnen. der Ja, Computer ja. kann das ganz alleine machen, muss man dem das nicht beibringen? Ja, genau. Entschuldigen Sie bitte. Es gibt eine Lautstärke. Jo, es ist ganz schön laut Ja, bei Ihnen. genau. Ja. Also der kann das ganz Also, alleine lernen. ja, genau. Jo, das ist mal ganz gut. So, und wie geht das nun genau? Also, ich muss da Geld einzahlen. Das ist richtig, ne? Ich muss Ihnen fragen, ja, zuerst, mit welcher Summe Sie möchten zu starten. Welche Möglichkeiten haben wir denn da? Eine Minimalsumme, mit welcher Sie können starten, ja, es gibt 250 Euro. Jo. Und was noch? Und um bis 1000 Euro. Aber ich empfehle Ihnen, mit einer Minimalsumme zu starten und Sie können sehen, wie es funktioniert, ja, vor erstem Monat.
und so machen ihre Auswahl und Und so mehr weiter. als 1000 tut dann mal nicht gehen tun. Wie bitte? Und wenn das mehr, ich wollte ja eigentlich ein bisschen mehr investieren. Mehr als 1000 Euro geht tut da nicht gehen tun. Mehr als 1000 Euro nie. Für Sie zu verstehen, ja, Herr Bochert, wir haben eine Limit, ja, eine technische Limit von alle Investitionen. Sie können investieren, ja, pro Monat bis 1000 Euro. Das ist nicht viel, ne? Weil normalerweise wird doch mit der Börse immer viel mehr Geld verdient. Warum ist das denn bei Ich Ihnen weiß so nicht, wie viel wenig? Sie. Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie verdienen, Herr Bochert. Wir wissen Sie. Insgesamt, ja, insgesamt mindestens alle unsere Kunden investieren 250 Euro, von 250 Euro bis 400 Euro. Aber ich weiß nicht, wie viel Geld Sie verdienen. Vielleicht Sie sind ein Millionär. Nee, das bin ich nicht, ne? Aber 1000 Euro ist ja nun auch an der Börse nicht so viel, wie ich so aus der Zeitung lese. Sie können nur mir sagen, ja, Herr Bochert, ich weiß nicht, Sie können nur mir sagen, ja, mit welcher Summe Sie möchten zu starten. Sagen Jo, Sie ich habe bitte. da eine ganze Weile gespart und ich dachte mir so, 10.000 Euro wollte ich eigentlich investieren. Aber es ist unmöglich. Entschuldigen Sie, aber es ist unmöglich auf unserer Plattform. Wie ich habe gesagt, eine Investierung, ja, es gibt. Sind Sie nicht so eine große Plattform? Was meinen Sie dazu? Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie nicht so eine große Plattform? Sind Sie erst ganz neu auf dem Markt? Auch in 5 Jahren, aber wir haben eine Limiten, weil ein Bank kann vor Ihnen eine Sprache sein, eine Frage, warum so viel Summe, ja, warum zum Beispiel 10.000 Euro bewiesen wir Banken, ja. Nee, Wir machen das vor unserer und ihrer Sicherheit, wie Sie verstehen. Sie können selbstständig das machen, ja, auf der Plattform eine Anzahlung machen, ja. Es gibt keine Probleme. Aber ich habe verstanden, dass Sie haben eine Banküberweisung, ja. Ich kann Ihnen jetzt das Hilfe machen, aber. ich kann doch Banküberweisungen machen. Ich kann doch, wenn ich so viel Geld hätte, dann könnte ich doch auch 10.000 oder 20.000 oder 100.000 überweisen. Das geht doch alles bei der Bank. Okay, keine Probleme. Sie können das selbstständig machen auf der Plattform. Ah, weil Sie sagen, das gibt ein technisches Limit, ne? Was ist denn das für ein technisches Limit? Ich habe Ihnen gesagt, aber es wird ein Fehler, wenn Sie das machen. Ich mache nichts mit dieser, wie Sie verstehen. Das ist eine Regel für unser Unternehmen. Was ist das? Ich nur einen Kunde betreue, ich muss Ihnen informieren für unseren Preis von 250 Euro bis 1000 Euro. Sie können investieren. Das ist alles, ich kann Ihnen sagen. Oder Sie investieren oder nicht. Ja gut, aber na, testen können wir das ja mal. Dann machen wir das mal mit 250 Euro, ne? Wie bitte? Oh, sprechen Sie nicht so gut Deutsch? Oder ist so laut bei Ihnen, dass Sie mich nicht hören? Es gibt ein Problem mit Verbindung. Sagen Sie mir bitte, mit welcher Summe. Sie haben gesagt, Sie möchten zu starten. Habe ich gerade schon gesagt, ich teste das mal mit 250 Euro. Okay, keine Probleme. Und ich verstehe, dass Sie mir auch dann eine Banküberweisung machen, richtig? Jo, genau so. Weil so eine Kreditkarte habe ich gar nicht. Und ich muss Ihnen fragen, ja, dass unsere Bank braucht ihre Identität, ja, überprüfen. Also wir brauchen nur zwei Fotos von ihrer Ausweis oder Führerschein, ja, von Vorderseite und Rückseite und ihre Adresse, Geburtsdatum und so weiter. Und dann wir senden unsere Bankdaten zu Ihnen. Wir müssen machen ein Portfolio und dann unsere Bank überprüfen alle ihre Daten und dann unsere Bank senden ihren Daten von unserer Bank und sie können machen eine Banküberweisung. Wie?
Sie wollen erst Sie können mir Ihre Bankdaten nicht senden. Warum nicht? Wie ich habe gesagt, unsere Bank ja zum ersten braucht zu prüfen ihre Identität. Zum ersten. Jo, das können wir machen, das ist kein Problem. Das geht ja, ne? Das geht ja. Ich weiß, dass der Hein hier auf der Post, der sagt dann immer, das geht mit Postident-Verfahren. Haben Sie sowas? Wir verstehen, dass es für unsere Regeln ist. Ich weiß nicht, aber das ist nur unsere Regeln. Ihnen Jo, zu fragen. Sie können hochladen Ihre Dokumente im Überprüfungszentrum auf der Plattform. Ich verstehe Sie, sind Sie online jetzt, ja? Jo, aber Sie müssen mir doch. Man muss doch im Prinzip heute gar keinen Ausweis mehr verschicken. Dafür gibt's doch dieses Postident-Verfahren. Bieten Sie das gar nicht an? Na, schauen Sie, wenn Sie haben keinen Ausweis jetzt im Moment, ja, Sie können eine andere Dokumente hochladen. Sie können im Überprüfungszentrum drücken, im Hallo. so. Verstehen Sie meine Sprache gar nicht? Heutzutage es ist sogar verboten, Ausweise zu verschicken. Das ist verboten von der Bundesregierung. Dazu gibt es ja echt dieses Postident-Verfahren. Da muss man nichts verschicken. Aber es gibt keine Banküberweisung. Zuerst, Sie müssen das machen, wie Sie verstehen. Nee, ich muss mich identifizieren. Das ist mal richtig. Das will ich ja auch machen tun, ne? Aber ich will das natürlich nicht mit irgendwelchen Ausweis verschicken. Das machen wir mit dem Postident-Verfahren. Nicht, nicht. Entschuldigen Sie, aber Also, Sie Sie haben gar können kein Postident-Verfahren? Das kennen Sie gar nicht. nein. Wissen Sie gar nicht, was das ist? Das nennt sich auch Video-Identifikation. Nein, keine. Nur brauchen Oh, Foto. Wir haben das keine ist mal ganz schlecht. Identität. Das ist mal ganz schlecht, weil ich habe ganz viel darüber gelesen, ne? Und solche Sachen sind ja verboten. Und mit Foto verschicken von Ausweis oder so, das machen die nur die Betrügers. Warum so? Ja, warum die das machen, das kann ich nur auch nicht sagen. Aber normalerweise geht das mit Postident-Verfahren. Und wenn Sie sagen, Sie haben das gar nicht, dann sind Sie bestimmt auch ein Betrüger. Sie, Aber wir wenn Sie müssen wollen. prüfen, Ihre Identität. Das ist Ja, wenn Sie. nicht wir überhaupt, aber. Ja, doch, natürlich. Sie wollen doch das hören. Sie wollen doch das sehen. Dann sollte. Dann kann doch. Die Bank will das wissen, haben Sie gesagt? Herr Obochert, Ja, können Sie nochmal die bitte mir Frage, sagen, will die Bank das nun wissen oder wollen Sie das nun wissen? eine Bank, Die Bank. wollen das Jo, wissen? dann fragen Sie mal bei die Bank nach, ob Sie Postident-Verfahren haben. Weil eine Bank hat sowas im Allgemeinen. Meine Bank hat sowas auch. Dann Kein fragen Sie Problem mal in bei der diesem Bank Fall. nach. Welche Bank Ich ist werde das fragen denn? meine Bank vor ihrer Frage. Okay, keine Probleme. Aber ich brauche eine Zeit und in diesem Fall, ich muss Ihnen fragen, in wie viel Uhr, ja ungefähr, ich kann Ihnen zurückrufen und antworten von Ihrer Frage. Jo, ich bin jetzt im Büro, ne? Das geht man. Da können Sie die nächsten 2,5 Stunden oder so können Sie mich gerne zurückrufen tun. Okay, keine Probleme. In diesem Fall, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde auf Ihre Frage Antwort finden und dann ich werde Ihnen zurückrufen in einer Stunde, richtig? Jo, das ist mal gut. So machen wir das. Und vielleicht können wir da doch nur noch was einzahlen und ein bisschen Geld verdienen. Okay. Dank für Ihre Aufmerksamkeit noch einmal und bis bald. Auf Wiederhören. Jo, ade. Wie nett, dass er bei der Bank nachfragen will, ob die Postident nutzen.
Natürlich kam da kein zweiter Anruf, denn nicht die Bank will meine Daten haben, sondern die Betrüger wollen damit ihren kriminellen Scheiß machen. Die Seriosität springt diesem Betrüger doch aus jedem Knopfloch, meint ihr nicht auch? Das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleibt neugierig und lasst euch vor allem nicht abzocken. Euer Callcenter-Crasher.